an, als wären überall Geister. Nein, geht es nicht. Es ist schwer, hier zu sein. Danke dir. Guck an. Sia, ich kann mich an die Höhlen erinnern. Ich wollte unbedingt mein Training beenden und Jedi-Ritter werden. Nichts davon blieb. Verzehrt sich! Sehr so. Minderwertiger Jedi. Wow. Das tut weh. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. War das close? Holy shit. Die Musik macht mich nur bedingt wahnsinnig. Jogan. Wo sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Überrest eines Lagers, ein Jedi-Meister war wegen des... Also ein Jüngling ist in die Höhlen verschwunden. Wie kommen wir denn hier hin? Guck an, guck an. Irgendwo da hinten war was. Huch. Dich vor deinen Gefühlen, Jüngling. Aber Meister, das ist leicht. Arroganz und Stolz. Ja, Stolz. Das ist mein Problem. Ich habe 2 Fähigkeitspunkte. Wohin? Wo wollte ich das nochmal investieren? Ein mächtiger Schub mit DMK gegen Luft. Ja, machen wir das. Ich finde das gut. Bis jetzt, ich konnte sie ja alle zusammen, aber jetzt kann ich sie alle zusammen nach hinten wegstoßen. Erkundet bedeutet für mich, wir können hier oben noch was erkunden und hier hinten noch was erkunden und dann hätten wir, glaube ich, alles. Oder? Weil es scheint so, hier hinten haben wir scheinbar alles erkundet. Hier 90%, das heißt ein Teil noch oben und hier 62%, okay? Er zeigt mir unten an, wo welche Geheimnisse sind und wie viele Truhen. Das heißt, wir können hier jetzt getrost raus. Nur die Frage, wodurch hier. Ich habe den ganzen Tag Wache gehalten. Vielleicht.
Vielleicht ziele ich nicht mehr präzise. Du hast eine Ausbildung. Vertraue darauf. Mach ich. Ich meine ja nur, du solltest mir den Rücken frei halten. Ein Aufständischer! Wir werden dich besiegen! Ich habe eine Lücke! Ich kann keinen guten Treffer landen. Er hat einen von uns erledigt. Er kann nicht weit kommen. Ich wusste, dass er wegläuft. Er muss sich irgendwie hin, ne? Den habe ich vergessen. Seine Verteidigung ist zu gut! Trefft ihn endlich! Erfasst das Ziel! Passt auf, wo ich! Trottel. Ich bleibe an dir dran. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Harter Treffer. Schalten wir ihn aus. Nähert euch dem Ziel. Schluss mit Ausweichen. Ich weiß es richtig. Ihr dürft nicht die Nächsten sein. Verrückten Verräter! Wir werden alle Verräter auslöschen. Jesus Christ! Stimm, BD! Auch eine Methode, kurzfristig zu entkommen, nicht? Nicht nachlassen! Ich mach ihn fertig! Ich bleibe an dir dran! Pass auf, wo du hintrittst! Gleich haben wir ihn! Alter! Du kannst uns nicht entkommen! Ich werde dich in Streifen schneiden! Du kannst mich nicht erledigen! Das, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ihn einfach in Zeitlupe setzen. Und gut. Ich habe schon besser gekämpft. Sie wehren sich immer noch unklug. Ausschwärmen! Hier, Kumpel! Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Unbedeutend. Ah, ich hänge hier fest. Du bist auf allen imperialen Kanälen. Wir schicken alles, was sie haben. Wir haben Free Strike sicher. Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Sendung weg. Kann man das Signal der Mantis tarnen? Ah, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Ich habe eine andere Idee. So, ich muss an der Wand nochmal hochkraxeln. Bevor wir zum Mantis gehen, will ich gucken, ob wir den anderen Weg noch auskundschaften können. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Okay. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Wir sind überall Sturmtruppen. Okay. Ein bisschen schnell, glaube ich. Oh Mann. Planet Kerl, das dürfen Sie nicht vergessen.
What the fuck is this? Hast du gegen den Kämpfen viel Spaß? Alter. Real? For real? Gibt's eigentlich, ich meine, sie gehören ja eigentlich mir, ne? Es gibt dafür trotzdem Erfahrungspunkte. Macht eigentlich Sinn auch, wenn ich sie übernommen habe, noch für mich zu gewinnen. Du bist jetzt tot. Wo komme ich denn eigentlich raus hier? Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Wir haben noch Zeit. Ja, okay. Ich bin noch kurz ganz hoch. Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen durch den Zeitdruck, der jetzt hier entsteht. Weil wenn oben Macht ist... Oder eine Truhe oder so. Keine Ahnung. Wenn wir was Schönes finden. Die Feinde kommen. Ja, ja. Ich bin gleich da. Noch ganz kurz diesen Poncho holen und noch kurz diese Farbe machen. Und dann bin ich aber gleich da. Kann ich mir nicht entgehen lassen. Hier ist mein Traumponcho drin. Ihr wisst ja, wie sehr ich auf Ponchos stehe. Was hast du gefunden? Hier, guck. Genau den. Das ist einfach das schönste Poncho überhaupt. Noch nie so schnell nach unten. Let's go. Shit, verfehlt. Okay, wir schließen das Schiff. Es sind zwei. Stimmt, bitte. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Hilfe! Hilfe! Er hat seinen Kumpel erschossen. Musste sein. Musste sein. Achso. Noch nicht rein? Tür zu. Sie ist, wir kämpfen noch. Es ist noch ganz viel. Piu, 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 piu. Hört die Laserschüsse? Zumachen. Weiter zumachen. Wir flitzen nämlich noch ganz kurz hier hin. Wenn schon die Sonne scheint hier, ne? Wunderschönes Skiwetter. Perfetto. Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Teilnahme an der Versammlung. Ja, wunderbar. Vier von fünf Kisten. Wo haben wir denn eine Kiste vergessen? Hier haben wir eine Kiste vergessen. Ist egal. Kisten sind nicht so wichtig. Ist wieder einer von 50.000 weiteren wunderschönen Ponchos drin. Ist auch egal. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Wir reden später. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Nett. Ja, wie geht's meinen Pflanzen? Tön, tön, tön. Also. Tja. Was ist unser nächstes Ziel dann? Hey! Wir könnten. Ist das nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Da würde ich mal hin. Da würde ich jetzt tatsächlich... Wir müssen nochmal zurück zu Datomir. Ich wollte ja unbedingt noch, als sie die Schwestern wiederbelebt hatte, da und dann so als Halb-Zombie, Halb-Schwester sind die da noch rumgerannt und ich hatte ein kaputtes Schwert, wollte ich an der einen Stelle noch durch, ne? Jetzt ist es aber so, dass wenn wir hier... Ich muss ganz kurz gucken. Hier. Wir sind ja nicht reingekommen. Das heißt, theoretisch... Also entweder gehen wir jetzt nochmal durch dann oder hier auf der Seite rum, wo ich ja unbedingt noch durch wollte, weil ich alles erkunden wollte. Jetzt, würde ich aber tatsächlich... Weil ich die Befürchtung habe. Also wir haben hier 3 von 3 Geheimnissen. Wir haben hier 5 von 5 Geheimnissen. 2% müssen wir noch erkunden und eine Truhe müssen wir noch finden. Hier müssen wir auch noch eine Truhe finden. Aber das ist todeslangweilig, mir zuzugucken, wie ich Truhen suche. Das ist Quatsch. Wir haben 6 von 6 Geheimnisse hier. 6 Truhen wären noch übrig, 4% zu erkunden. Hier haben wir aber noch, seht ihr das? 8 von 14. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir hier kurz hinflitzen zu dem Schiff. Weil hier bei dem Schiff konnten wir ja noch weiter. Oder ob wir da so oder so nochmal hinkommen. Aber wenn er mir den Hinweis... Er gibt mir den Hinweis eigentlich. Ne? Wir reisen jetzt kurz hin. Bevor wir zurück zu Datomir gehen
um da weiterhin gegen diese blöde Hexe zu kämpfen. Was haben Sie gekocht? Es riecht furchtbar. Gar nichts. Ich sage doch, auf der Mantis ist irgendetwas im Gange. Vielleicht hat der Kleine was eingeschleppt. Oder ist es doch Ihr Essen? Ich weiß ganz genau, wie mein Essen riecht. Das ist es nicht. Außerdem habe ich Haare gefunden. Haare, überall Haare. Kurz und drahtig. So wie Ihre? Nein, nicht wie meine. Das ist bestimmt ein Hinweis. Wir haben einen blinden Passagier und ich werde es beweisen. Ja, das sagten Sie bereits. Hatten Sie Glück? Habe ich jemals Glück? Natürlich nicht. Ich werde alles im Auge behalten. Wenn Sie Spuren finden, sagen Sie es mir. Na klar. Ich frage mich, ob das... Ich blende mich mal wieder okay, an. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Ich frage mich, ob das... Wir haben ja den kleinen Gräberling, ne? Dieses kleine süße Wesen haben wir an Bord gebracht. Vielleicht ist es das.